Die Examensvorbereitung ist für uns alle nicht ganz einfach gewesen. Hier ist mein Take. Erstens, die Wertung. Schon als ich an Nasciturus war, war allen klar, dass mit mir und Jura wird wunderbar. Auch wenn ich zahnlos war, im Mutterbauch, ließ ich unbesonnen meinem Trommeln freien Lauf. Nur am Stethoskop konnten sie mich nicht fassen. Ich wollte mich nicht abhören lassen, meine ersten Worte ganz ohne Verzauberung waren: Mama, das war Freiheitsberaubung. Bis ich gehen konnte, hat lange gebraucht, denn mit meiner Figur war ich zum Sitzen gebaut. Muntere Wangen und mächtig Sitzspeck am Start, mit meinem Mundwerk hatte ich ein Überhangmandat. Mama, Papa, wir halten jetzt hier, rief ich laut auf und das Auto gehorchte mir, immer hinten in der Mitte und versperrte die Sicht klar, rechts und links. Für die Schöffenrichter. Bei den Lehrern kam ich recht bald ziemlich gut an, weil ich so gut die Meinung der Herrschenden, der die herrschende Meinung predigen kann. Mein Urteil meistens ehrlich, nie voll Galanterie, meine Antwort immer richtig, aber ohne Garantie. No Hip-Hop, hab auf tote Hosen geschworen. No King of Rock, ich wurde in Robe geboren. Von meinem ersten Taschengeld kaufte ich Hornbrille und Schuhe. Zur Belohnung ließen mich die Mädels in Ruhe. Die Prüfung. Es war kein Schicksal, kein Segen oder Fluch, der sprechende Hut hatte sich Jura ausgesucht und während die Schulfreunde noch feierten, laut und spät, verlor ich mich in den Bauten der Münchner Fakultät. Mein Wohnungsinventar reparierte ich nie, in meiner Welt reichte mir die Werkzeugtheorie. Theoretisch bat ich Roxin zum Eiertanz, praktisch war bei mir nur die Konkordanz. Studienfreunde lernten von dynamischen Prozessen in den Weiten unserer Galaxie, wie besessen, Zeit vergessen, ließen sich nicht stressen vom Druck am Arbeitsmarkt, sondern klärten sich vermessen von Hostessen die Adressen. Sie erkundeten die Psyche, ohne den Patient zu schonen, sie lasen Sturm und Drang, ich prüfte Vindikationen, sie ergründeten gemeinsam neue Welten im Verstand. Bei mir lag groß und breit das Leben auf der Hand. Und so biss ich beim Blick über diesen weiten Tellerrand, bei der Prüfung einer Grundschuld die Katze in den Schwanz. Die Rechtsprechung verworren, die Theorien hoch betagt, nach vielen Meinungen, doch nicht nach meiner war gefragt. Für diese trockene Materie, so rief ich vehement, fehlt mir das subjektive Rechtfertigungselement. Der Stress um dieses Studium, so sehr ich es geschätzt, wird von heute Abend an auf Bewährung ausgesetzt. Von dort an wurde jede minutiöse Gelegenheit zur Ablenkung genutzt, Bar und Friseuse waren nicht weit, ein Katzensprung. Bei einem Glas reinen Wein diskutierte ich mich weit in die Abende hinein. Platzziffer 1. Im Feiern und auf Festen waren Dinge, die ich nicht tun musste, immer am besten die Lege Artis zerlegte ich die Gegner im Rappen. Die Examensvorbereitung verlief dabei eher schleppend. Der Druck wird größer, schrieb ich in mein Tagebuch. Der Gedanke an das Studium, für mich ein rotes Tuch, die Nerven kochten wie die Nudeln im Topf. Du brauchst den Abschluss, sang der Elternchor im Kopf. Und so riss ich mich am Riemen und raffte mich auf für einen Abschluss. Nehme denn das Lernen seinen Lauf, nahm in Kauf, wie sich endlose Stunden aneinander reihten und vom Schreiben und Denken die Finger entzweiten und dann rückten wir an, bewaffnet mit Gesetzen. Unsere Rechte konnte nun niemand mehr verletzen. Wir bestraften und verfügten und wiesen zurück. Wir suchten und wir fanden, doch die Uhr hielt Schritt. Wir schrieben bis ans letzte Ende unserer Kräfte und hofften von 18 Punkten auf mindestens die Hälfte. Und am Ende waren wir uns alle einig. Noch einmal machen wir diesen Brei nicht. Die Wendung. Jetzt mache ich etwas ganz etwas anderes, werde Koch, Yogalehrer, vielleicht male ich Mandalas, mache eben das, was mir gefällt, das hört sich gut an und tut gut, schmeckt gut, liegt mir im Blut, Mann, fang von vorne an. Jetzt ziehe ich nach Berlin, da bin ich kein Jurist mehr, ich bin ein Berliner und Geld mache ich mit Jura nebenher, denn mit den meisten anderen ist das viel zu schwer, mach Musik auf der Straße und spiele Theater, geh in die wildesten Kneipen und bin an der Bar der, der nach der letzten Runde noch eine Runde dreht und Stunde um Stunde die gleichen Geschichten erzählt, sich verwählt, wenn er wo anrufen will. Eine Figur wie Gandhi, ein Charakter wie Terence Hill, ein Jungbulle auf Abwegen, Leben im Überfluss, ein unbeugsamer Entdecker auf dem Weg zum Sirius. Ich zog in eine Wohnung in der Peripherie. Meine Nachbarn waren eine gute Partie. Mit der Wohnung kam ein Mietvertrag, wer hätte es gedacht?
Die Nachbarn waren Juristen und da habe ich noch gelacht. Gelacht, haben wir viel gemeinsam gefühlt, waren wir dort niemals einsam. Wir und ihr Sohn, klein und süß und kugelrund, sie sahen einen Grund zur Freude, ich einen Haftungsgrund. Ihre Partys waren der Wahnsinn. Sie führten mich ein, wie es war, mit Mitte 30, Mitte 20 zu sein. Wir saßen viel beisammen und genossen die Musik, die Gemüter offen und die Einrichtung antik. Bis zum letzten Gast ließen sie sich Zeit. Diesmal mit einer rechtlichen Angelegenheit. Ein Freund sah zwei Männer auf einen dritten einstürzen, drum griff er ein, sie Kontrolleure. Ich Erlaubnis Tatbestandsirrtum. Der Freund war erleichtert und bedankte sich nett. Ich nickte nur verlegen und drehte mich weg. Da saß ich lebend echt und fand es sonderbar, dass die Abneigung gegen das Recht vollständig verschwunden war. Die Worte sprudelten im ungehemmten Lauf, in meinem Kopf blitzten tausend kleine Lichter auf, der Kopf rauchte und brauchte 10 Minuten der Debatte, bis er begriff, dass er mit sich selbst gesprochen hatte. Die Diskussionen mit mir wurden immer schlimmer, wenn Interessen konfligierten, und sie konfligierten immer bei den steten Verbesserungen am Regierungsprogramm. Und im Sportverein hätte ich besser gar nicht erst angefangen. Als Zuschauer wusste ich, dass ich es besser kann. Als Spieler legte ich mich daher mit dem Trainer an. Als Trainer fragte ich den Referee, ob er gewählt ist. Und als Referee verwies ich viel zu viel Spieler des Feldes. Es kam der Mietendeckel und ich dachte an Minderungsrecht. Es kam Corona und ich wachte ganze Nächte über Verhältnismäßigkeitsprüfungen. Und nach einem Jahr wurde mir klar, dass aus dem roten Tuch ein roter Teppich geworden war und aus dem Leiden am Buch und dem Lernen auf Lücke wurde wieder Einsetzungsgesuch und die goldene Brücke in Bußehaltung schlug man mich zum Referendar. Jetzt bin ich kein Laie mehr, ich bin ein Berliner und auf ins Recht, rufe ich voller Lust. Und es wäre so einfach zu sagen, ich habe es immer gewusst.